Aufregung und Lampenfieber herrschte unter den jungen Tänzerinnen und Tänzern in der Hart Arena. Zum 10. Mal wurden die Kreiskinder- und Jugendspiele in der Disziplin Tanzen ausgetragen. Zum ersten Mal aber war der Austragungsort der Wettkämpfe in der Hart Arena. Ein Feuerwerk bunter Kostüme erlebten die etwa 250 Zuschauer. Die 19 Tanzgruppen kamen aus 8 verschiedenen Vereinen des Kreises Döbeln. Insgesamt waren es rund 200 Tänzerinnen und Tänzer, die sich hier in wunderbarer Farbenpracht temperamentvoll präsentierten. Die Wettkämpfer waren eingeteilt in die Altersklassen 3 bis 7 Jahre, 8 bis 10 und 11 bis 17 Jahre. Heike Berger von der Gruppe Dance Generation des Turn- und Sportvereins Hertha hatte für diese Veranstaltung den Hut auf. Eine 4-köpfige Jury beobachtete mit strengen Augen die Leistungen der jungen Tanzsportler und vergab am Ende für die besten Gruppen die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. In der Altersklasse der 3- bis 7-Jährigen ging die Goldmedaille an die Dance Company Döbeln. Gold bekam auch die Gruppe Seepferdchen von den Tanzperlen des Schuppertals Waldheim in der Altersklasse 8 bis 10 Jahre. Die Wirbelwinde von den Perlen des Schuppertals waren in der Altersklasse 11 bis 17 erfolgreich. Einen 3. Platz bekamen sie zuerkannt für ihren Tanz Verstrickt. Eine herausragende sportliche Leistung zeigten die Smileys vom Well Döbeln. Als rundum gelungene Veranstaltung bezeichnete Tanztrainerin Heike Berger diesen Wettkampftag in Hertha. Einen Tanz in besonders pfiffigen Kostümen präsentierten die Mädchen der Gruppe Blizzard von der SG Neudorf. Dafür gab es von der Jury die Goldmedaille in der Altersklasse 11 bis 17. Auch der Beifall und die Sympathie der Zuschauer war den 200 jungen Tänzerinnen und Tänzern am Ende der Wettkämpfe sicher. Das waren die Blizzards des Tanzclub Korinth.